und jetzt wird sie auf was. Jo Leute und ja, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Ich war heute Morgen schon mit Honey joggen und gestern habe ich auch schon was gefilmt, aber da ist irgendwie nicht wirklich was passiert, weshalb ich es nicht zu einem ganzen Video machen kann. Denn da habe ich einen Friseurtermin ausgemacht. Das kann ich jetzt kurz einblenden. Ja, hallo, hier ist Hannah. Ich wollte nach einem Termin fragen. Okay, danke schön. Tschüss. Ja, und jetzt wisst ihr auch, was ich am Dienstag mache. Nämlich meine Haare schneiden, die ich auch gerade eben noch gewaschen habe, weil ich habe geduscht. Und ja, jetzt wird noch gefrühstückt oder Frühstück gemacht erstmal oder Mittagessen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall machen wir Zimtschnecken. Das wollte ich unbedingt mal so zu Hause machen. Und mal schauen, wie gut die werden, wenn ich die mal selber mache. Also würde ich sagen, springen wir erstmal in die Küche. Das hier sind Zimtschnecken. Auf jeden Fall hier Zimtschnecken, kann man hier lesen. Und hier auf Schwedisch. Kannebula. Kann jemand Schwedisch und kann mir sagen, wie man das wirklich ausspricht? Dankeschön. Wir machen 25 Stück. Deswegen, ja, wir fangen einfach mal an. Okay, kleine Planänderung. Wir haben nicht genug Mehl. Wir haben nur 650 Gramm anstatt 750. Das heißt, weil es einfacher zu rechnen ist, machen wir einfach von allem die Hälfte und haben nachher halb so viele. Also hier 12,5. Okay Leute, kurze Planänderung. Wir gehen jetzt noch kurz Sachen einkaufen, weil uns doch noch ein paar Sachen fehlen. Und ja, deswegen, let's go ins Auto und einkaufen und ja. Mittlerweile haben wir alles gekauft und jetzt können wir auch wirklich anfangen. Funktioniert das? Ui, ui, cool aus, oder? Nice! Der Teig ist jetzt halbwegs fertig, jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, wie viel Spaß das macht, diese Hefte hochzuholen, dann einzusortieren und so weiter. So, während ich jetzt gerade gewartet habe, habe ich die ganze Zeit die Sachen noch sortiert, weil die muss ich heute schon austragen. Heute ist Freitag, normalerweise muss ich die samstags austragen. Aber Samstag ist ja ein Feiertag, nämlich der 6. Dezember. Und deswegen kann ich sie morgen nicht austragen, beziehungsweise darf ich sie rechtlich gesehen, glaube ich, nicht austragen oder so. Zumindest wurde mir das so gesagt, dass ich die halt nicht austragen darf. Und deswegen muss ich die heute noch austragen, wenn es regnet. Seit wir vom Joggen wiedergekommen sind, also ich und Honey, regnet es einfach die ganze Zeit nur. Ja, aber wir machen jetzt auf jeden Fall mal weiter mit den Zimtschnecken. Ich habe übrigens den Teig mal hier reingetan, weil das ist ziemlich warm da und dann geht der immer besser auf. Nice. Leute, wenn ihr das riechen könnt, das riecht so nach Zimt. Das müsste so passen. Jetzt kommt hier ein bisschen geschmolzene Butter drauf. Dann nehmen wir einen professionellen Pinsel. Jetzt nehmen wir eine weitere Schüssel. Leute, schaut euch das an. Jetzt. Hier, schaut mal. Sieht das nicht fresh aus? Ich glaube schon. Oh, danke schön. Sehr lecker. Wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, meine Mutter findet die auf jeden Fall schon mal sehr lecker. Und ich schließe mich ihr ja gerne an, aber dafür muss ich sie ja erstmal probieren. Wie probiert man die? Schmeckt auf jeden Fall sehr gut, auch wenn ich jetzt Zimt jetzt nicht so mega feiere. Aber Zimtschnecken sind schon was Cooles und hat sich auf jeden Fall gelohnt, sie mal selber zu machen. Und ich muss noch das hier machen.
Dieses hier wird auch noch zu Zimt schmecken. Ich habe jetzt alles einsortiert und jetzt geht's im, wie man sieht, Dunklen nach draußen alles zu verteilen, obwohl es ist eigentlich erst 17.30 Uhr, also eigentlich, ja, ihr wisst, es ist Winter. Ja, meine Mutter kommt mit und hoffentlich schaffen wir es dann schneller als sonst oder als wenn ich halt alleine gehe. Und deswegen würde ich sagen, Leute, lasst uns einfach losgehen. Ich habe mich heute mal dazu entschieden, das alles so in dem Wagen zu tun und diese Treppe runter zu befördern. Man sieht es, glaube ich, doch. Und das ist echt nicht so einfach, wie ich dachte. Und es hat voll lange gedauert, das alles einzusortieren. Und deswegen ist es auch schon dunkel. Ja, ich werde das jetzt erstmal hier runterbringen. Mittlerweile ist es noch ein bisschen später geworden. Wir waren jetzt noch mit den Hunden und haben noch zu Abend gegessen. Und jetzt widme ich mich dem wichtigsten Teil für heute. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Nämlich das hier. Dem hier. Das wollte ich schon vor ein paar Tagen machen, aber ich habe irgendwie nie wirklich die Zeit gefunden. Und die Wäsche von allen anderen Leuten wird vor meiner Wäsche gewaschen, weil ich gesagt habe, ja, ich wasche meine Wäsche selber. Und deswegen ist die Waschmaschine die ganze Zeit besetzt. Aber sonst habe ich morgen nichts zum Anziehen und deswegen muss das jetzt noch gemacht werden. Die Frage ist, nehme ich einfach die ganze Tasche und trage sie nach vorne und dann wasche ich die Sachen? Oder nehme ich die Sachen einzeln raus? Ich glaube, ich nehme einfach die ganze Tasche nach vorne. Die Wäsche ist jetzt schon im Trockner und manches hängt auch noch auf, also sagt man das so? Habe ich aufgehängt auf jeden Fall, damit es bis morgen trocken ist. Weil manche Sachen sind nicht so geeignet für den Trockner. Ihr kennt es vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir heute relativ, oder habe ich heute relativ viel erledigt bekommen. Ich habe, ich war mit Handy joggen, ich habe Zimtschnecken gebacken, ich habe Zeitungen, Prospekte einsortiert und ausgetragen. Und Leute, wenn ihr sowas machen wollt, dann macht das mit Zeitungen, niemals mit Prospekten, weil einsortieren ist das Schlimmste daran. Also meiner Meinung nach. Vielleicht finden es Leute auch spannend, einfach Zeitungen aufzuklappen und andere Sachen da rein zu tun. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit Zeitungen, Prospekte? Ihr wisst, was ich meine. Also es ist so Werbung, die niemand haben will, aber die trotzdem jeder bekommt und wo sich trotzdem manche Leute auch wirklich beschweren, wenn sie es nicht bekommen. Einfach mal so eine Woche, weil man, keine Ahnung, da aus Versehen nicht einwirft oder so. Ja, Leute, sowas gibt's. Da gibt's viele Geschichten. Vielleicht mache ich irgendwann mal so ein Zeitungsaustragen, Storytime-Format. Mal sehen. Vielleicht auch beim Zeitungsaustragen, das wäre eigentlich ziemlich cool. Weil dann könnte man auf jeden Fall die Zeit ziemlich gut nutzen. Und ja, eigentlich hört sich das ganz gut an. Vielleicht überlege ich mir mal da ein kleines Konzept dafür, weil man braucht ja dafür echt nicht so ein großes Konzept. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ja, das war so mein Tag. Dann waren wir, dann habe ich jetzt endlich mal die Tasche ausgeräumt. Endlich. Wirklich endlich. Weil das war auf jeden Fall dringend notwendig. Und, das war so mein größter Erfolg heute. Aber Leute, wir müssen auch noch das hier alles abhängen. Also das hier, da müssen wir den Weihnachtsbaum hier, den hier, müssen wir am besten auch noch abschmücken und so. Weil morgen ist schon der 6. Dezember und soweit ich weiß, schmückt man da schon alles ab. Oder ist dann da der Zeitpunkt, wo man zum Beispiel auch seinen Weihnachtsbaum wegtut und so weiter und so fort. Und deswegen, Leute, sollten wir auf jeden Fall das auch mal in Angriff nehmen. Aber nicht mehr heute, sondern in einem weiteren Vlog. Ich hoffe, ihr schaltet da auch wieder ein. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ferientags-Vlog gefallen. Ich weiß, es ist jetzt nichts krass Spektakuläres passiert, aber es ist einfach wie mein Alltag im Moment ist. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde jetzt noch ein Video schneiden und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Also Leute, wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Haut rein und ciao! Mittlerweile ist es noch ein bisschen später. Wir waren noch mit den Hunden und wir haben noch zu Abend gegessen. Jetzt aber widme ich mich dem. Jetzt aber widme ich mir mich. Also
Und jetzt wichtige ich mir den mittleren bzw.